Hi, ich bin Ronny und ihr schaut World Wide Whisky. Heute geht es um den Bunner Heaven, 25 Jahre. Ja, der Bunner Heaven, 25 Jahre, um den geht's heute. Ich habe hier mal diese Ausführung in der Lederbox. Die gibt es offiziell nicht mehr, aber sie ist noch bei einigen Händlern noch erhältlich. Ja, die ganz neue Box, wie soll ich diese beschreiben? Das ist so, glaube ich, so ein Pappschuber, die kann man so aufschieben. Und ja, ich habe die in der schönen Lederbox. Gab es auch früher mal in der Holzkiste oder in der Holzbox auch, glaube ich, in zwei verschiedenen Ausführungen damals. Ich mache die mal auf. Also, wie man sieht, schön hochwertig gemacht. Das ist so, ja, ich sag mal, das ist Kunstleder oder es wird mit Sicherheit Kunstleder sein. Dann, ja, hier gibt es noch so ein schönes Heftchen oder so eine schöne Landkarte, glaube ich, ist es. Eine Landkarte. Weiß jetzt nicht so, was da drauf ist. Hinten stehen noch ein paar Notes. Ich denke mal, da wird Eila drauf sein, die Insel Eila und die Destille. Ja, hole ich mal die Flasche raus. Sehr fest drinne. So, ja, die Flasche. Ich habe, wie gesagt, ich habe ein Sample davon. Von unserem lieben Franz Hauptmann. Der hat mir mal wieder ein Sample zukommen lassen. Oder vielmehr, ich habe bei dem eine Teilung mitgemacht. Deswegen brauche ich meine Flasche nicht aufmachen. Die Flaschen sind ja auch, ja, nicht so günstig. Diese Lederbox kostet, also momentan kriegt man sie noch. Der günstigste Shop, den habe ich gesehen, mit 279 Euro. Ich habe damals bezahlt, glaube ich, 200 in eine 50er oder vielleicht sogar knapp unter 250 Euro. Also so viel teurer ist sie nicht geworden, 20 Euro teurer oder 30. Aber ja, noch, wenn man sucht, kann man sie finden. Die ganz neue ist, wie gesagt, der Pappschuber, die kostet auch so um die 250 Euro. Und ja, 25 Jahre. 46,3 Volumenprozent Alkohol, das ist ja so üblich dort bei Bunnerhefen. Die machen das ja mit 46,3 Volumenprozent immer. 25 Jahre in Sherryfässern gereift. Oder ist es nur ein Sherry Finish? Ich weiß es gar nicht. Ja, auf alle Fälle Sherry Oaks. Sherryfässer sind damit bei. Ja, wie gesagt, ich habe ein Sample davon. Und zur Farbe muss ich sagen, also nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert natürlich. Und zur Farbe muss ich sagen, so ein Bernsteinton ist es. Kein dunkler Bernsteinton, aber so ein goldener Bernsteinton ist es, sag ich mal. Ja, zu Destille Bunnerhefen sage ich nichts. Hab ich ja, glaube ich, schon mal was zugesagt. Und wenn nicht, ja, man kann halt andere Videos mal schauen von anderen YouTubern, die sagen immer ganz viel dazu. Und die ganzen Eckdaten und so. Heute soll es mal um den Whisky gehen. Ja, also, schauen wir mal. Oh, das stand schon vorhin schon beim Einschütten, stand schon so richtig so eine Wolke im Raum, eine schöne fruchtige Wolke. Und ja, ich habe den Whisky 20 Minuten circa ungefähr stehen lassen im Glas, bevor ich angefangen habe, das Video zu drehen. Und deswegen steht er jetzt schon eine Weile, hat schon ein bisschen geatmet. Schauen wir mal. Ja, also ich habe Frucht, aber keine dunklen Früchte. Ich habe eher so Zitrusfrucht, die so. Ah, Zitrusfrucht, die so in Orange geht, sage ich mal. So eher so die Orange. Bissle Leder. Ledersofa. Eiche habe ich. Und tatsächlich habe ich so maritime Noten. Florale, maritime Noten.
Also ich wäre da so ein bisschen, ja, es riecht so ein bisschen salzig, wenn man das so, ja, wenn man das riechen kann, Salz. Aber ich hätte so ein bisschen Meeresluft, so Meeresbrise. Ja. Mehr habe ich da, glaube ich, auch nicht. Also Orange, ja, vielleicht so. Ja, doch, Eiche, ein bisschen Eiche habe ich. Also man merkt schon das Holz ein bisschen. Ja, ich probiere einfach mal. Slange. Oh ja, der hat Eiche, hat gut Eiche schon. Bisschen bitter werden so, aber nicht unangenehm. So Kaffee, Mokka so in die Richtung würde ich jetzt sagen, geht da. Schön würzig auf alle Fälle. Eiche, nussig. Die Orange ist immer noch da. Und so florale Noten habe ich, so blumige florale Noten und auch die Meeresbrise. Die salzige so, bisschen, das Meerwasser so, das salzige. Das hat man auch. Ja, nur habe ich den alten in der Holzbox nie im Glas gehabt. Den habe ich noch nie probiert. Viele sagen, der soll besser gewesen sein. Ich kann mich nur an diesem hier orientieren. Und ich finde den nicht schlecht, muss ich sagen. Also der ist sehr gut, durchaus sehr gut. Ja, also die Früchte sind eindeutig Zitrusfrüchte. Orange, so vielleicht ein bisschen Zitrone, Orange, Grapefruit, so in die Richtung. Also auf alle Fälle auf der Zitrusseite ist der Whisky. Ja. Ansonsten nussig, eine Nussigkeit habe ich ja gehabt, wie gesagt, am Geschmack noch. Ich probiere nochmal. Der Alkohol. Schön eingebunden. Ganz leichtes Prickeln habe ich so auf der Zungenspitze. Aber nicht, es brennt nicht, nicht unangenehm, nicht brennt. 46,3 ist eine schöne Trinkstärke, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Er ist auf alle Fälle gefährlich süffig. Gefährlich süffig. Also von dem hätte ich jetzt das Bedürfnis, mir wieder nachzuschenken oder noch mehr ins Glas zu machen. Ist natürlich bei den Preisen nicht drinne, kann man ja nicht immer so ohne weiteres sich was nachschütten. Ja, nachschütten schon, aber jetzt nicht unendlich, weil 250 Euro ist doch schon eine Ansage. Also, auf alle Fälle. Alle Fälle ist der Sherry nicht so dominant, finde ich. Nicht so, der ist eher so auf der hellen Seite, Zitrusseite. Und also auf alle Fälle keine dunklen Früchte, keine Kirsche, keine Johannisbeere oder Pflaume oder sowas. Das auf keinen Fall. Keine schweren Früchte. Also er ist eher auf der leichten Seite, finde ich. Aber doch schon gediegen, doch schon alt. Wie gesagt, die Eiche ist spürbar, eindeutig spürbar. Im Abgang hat man so Kaffee-Mokka-Noten, so ein bisschen dieses Bittere. Ja, also für mich muss ich sagen, ein schöner, süffiger Whisky. Ja, der Preis 25 Jahre.
250 € ist schon heftig, ist schon eine Ansage, finde ich. Also ja, aber man kann ja nicht alles immer mit Glenn Farkless 25 vergleichen, was um die 100 € kostet. Das auf keinen Fall. Aber ich hätte ihn schon so 50 €, 50, 60 € günstiger gesehen. Also so um die 200 €, 190, 200 €. Die ist er auf alle Fälle wert, muss ich sagen. Also die würde ich dafür ohne weiteres bezahlen. Aber 250 € ist für mich leicht bisschen zu teuer, muss ich sagen. Oh, jetzt habe ich schöne Vanille, fruchtige Noten, also hier dieses Zitrus und Vanille gemischt. Heu, Blumenwiese. Auf alle Fälle ein sehr schöner Whisky, also da gibt es nichts dran zu mäkeln. Ja, so ein kleiner Schluck drin, ich nimm noch mal. Schön, also schöner, süffiger Whisky. Ah, jetzt hat man so diese süße Vanille. So Vanillepudding war das so in die Richtung, aber immer wieder mit Zitrus, mit florale Noten. Ja, und auch sehr malzig, finde ich. Malzig, ja, das hat noch gefehlt im Geschmack, war er auch sehr, sehr malzig. Ja, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Schöner Whisky. Was gebe ich da nur? Eine Kaufempfehlung? Ja, also ich finde, er ist auf alle Fälle kaufenswert, aber nicht zu dem Preis, muss ich sagen. Also ja, muss man selber entscheiden. Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr euch den für 250 € gönnt. Ich habe ja eine Flasche, ist auch meine. Nicht geborgt, nicht geliehen oder sowas. Ist meine eigene Flasche, habe ich selber gekauft. Ja, ich würde mir durchaus wieder kaufen. Die Preise gehen halt nach oben. Man muss halt wissen, ob man die 250 € ausgibt. Er ist auf alle Fälle 200 € wert, definitiv. Ob er die 50 € mehr wert ist, müsst ihr selber entscheiden. Ich sag mal Kaufempfehlung ja, mit der Option bisschen zu teuer. Das wäre jetzt mein Fazit. Ja, kurz und schmerzlos. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video, gebt uns einen Daumen hoch, lasst einen Daumen hoch da. Und auf alle Fälle, wer es noch nicht getan hat, freue ich mich immer über ein Abo von unserem Kanal. Ja, ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.